So, kein Schattendrache diesmal. Diesmal diesen komischen Turm hier. Lest die Inschrift. Hier sind die Hinweise, die ihr bisher gesammelt habt. Eure Reise beginnt vor den Toren der Seehafen. Okay. Hinweise. Asche, bla bla. Ach, keine Ahnung. Manche Dinge sind echt komisch im Spiel. Vielleicht beschäftige ich mich auch nicht zu sehr mit denen. Da ist doch gar nichts. Damit sehe ich nichts. Drei schon getötet gehabt. Naja, ab über die Brücke. So, nach links komme ich nicht rein. Nach rechts oben will ich auch nicht. Das heißt, im Prinzip ist nur der Nagerturm jetzt noch wirklich relevant. Alles andere ist zu schwer. Sollte das auch noch zu schwer sein, muss ich definitiv nochmal gucken, wo ich lang kann. Ach, warte mal. Da gibt es noch eine Möglichkeit, bevor ich dann da reingehe. Hier gehen wir nach rechts. Und dann haben wir hier so einen kleinen Lagerplatz. Dann nehmen wir auch. Genau. Hier ist nämlich noch Wolfsgedöns. Da sind sie. Hallo. Das ist aber kein Problem. Würfel zu legen wir mal ganz kurz. Ohne große Schwierigkeiten eigentlich. Wenn wir was treffen sollten, natürlich. Schilde hoch. Da gibt es nämlich keinen Schaden. Zerlegt. Ich schiebe mal kurz nach hinten. Na, wo bist du? Komm, hier geht's lang, genau. Ah, war schon. Ah, der verbrast schon extrem viel Mana mit den Feuerbällen. Holla die Waldfee. Ja, schön. Direkt mal ein bisschen Zeug gefunden. So muss das, so muss das. Speichern, wie immer, nicht vergessen. Zumindest kurz nach dem Kampf. Die Frage nur. Ach so, ein Wolf nochmal. Ja, dann. Hallo. Hi. Ja, pf, einer muss ja rein. Kommt noch irgendwas? Ah, von der anderen Seite noch. Bin quasi geflankt. Kleine dreckige Drecksau, du. Da kommt noch einer. Ah, wie gesagt, machen wir eh viel Schaden. Aber sie machen konstanten Schaden. Ja, ich sehe schon. Ein bisschen Mana-Low. Dass es keine Mana-Regeneration gibt, finde ich auch immer ein bisschen dämlich. Da kommt ganz schön viel Wolken. Muss ich nochmal fast überlegen, ob ich noch eine Potion schlucke. Aber noch ist okay. Und wenn dann auch noch unsere Heilerin. Ja, das wäre doch eine ganz gute Idee, wenn du da trinken würdest hier. So, lass mal ganz kurz einen Heilzauber drüber hacken. Und den Rest schlachten wir jetzt einfach aus. Im Schnellverfahren quasi. Immer schön die Taste 1-1-1-3-1-1-1-3. Ah, ein bisschen Loot. Sehr schön. Hier waren wir definitiv auch noch nicht. An der Ecke. Da brennt nur ein bisschen was. Da kommen wir wohl nicht dran. Hier ist der Durchgang, wo ich gerade geflankt wurde. Mal kurz speichern. Ich vergesse sowas auch immer gerne mal. Ich kann diesen Kommentar echt nicht mehr hören. Guck mal, Banditen. Autsch. Blöde Sau. Hier. Ist ausgewichen. Sauerei. Take this. Ich würde da gerne näher ran. Kann ich wahrscheinlich nur, wenn alle bereit sind, ne? Ja. Haha. Komm her, du. Hallo. Jetzt trifft er im Nahkampf. Alles klar. Ja, wir sparen einfach ein bisschen zum Räuber. Wir sparen jetzt ein bisschen Mana. Schön. Wenn meine Ahnung korrekt ist, ist das hier der Unterschlupf der Banditen, die auf der Straße nach Kathalunwesen treiben. Das ist eine einmalige Gelegenheit, die ganze Bande auszuschalten und den Gegenstand wieder zu beschaffen, den ich suche. Na dann. Ein Buch. Klar. Speichern. Auf der Suche nach dem Buch. Kein Problem. Mal doppelspeichern. Gucken wir mal kurz links und rechts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Die Map müsste eigentlich auch. Ja, wir gehen doch mal kurz in die andere Richtung. Nicht, dass wir da noch irgendwas zum Ausgraben haben. Denn Potions technisch sicherlich nicht verkehrt.
Ah, Tag. Ah, seht ihr? So muss es sein. Ja, okay. Die Damen und Herren. Hi. Ja, alles klar. 1, 2, 3, 4. Wir müssen eh rasten, aber die machen ganz schön viel Schaden gerade. Ja. Einer ist weg. Aua. Einmal kurz hoch. Bitte, welcome. Willkommen. Ihr seid bei Welcome. Welcome für Willkommen und Welcome auch für... bitte, gern geschehen. Schon so seltsam. Aber einfacher natürlich als im Deutsch. In der Richtung zumindest. Ja, ich würde es dann doch mal langsam gerne die Wölfe erledigen. Könnte man richtig Schaden machen. Dankeschön. Schaden, nicht kitzeln. Und vor allem treffen wäre aber eine gute Idee. Mann, Mann, Mann. Dankeschön. Ja. Hätte ich doch ein paar Barbaren mitnehmen sollen. Ne? Mein Gott, die treffen echt gar nichts mehr hier. Also, geht doch. Also bevor wir reingehen, müssen wir auf jeden Fall einmal rasten. Das ist natürlich dann mit den Ressourcen so eine Sache. Ob das dann reicht, weiß ich nicht. Danach werden wir kurz rasten. Weil ganz leer da reingehen ist nicht so die gute Idee. Deswegen speichern wir nochmal ab und speichern auch nochmal ab. Ich sage ja immer wieder, man kann nicht genügend speichern. Und dann gehen wir rein. Ja, wollten wir. Und es wäre auch toll, wenn die Musik aufhören würde. Ist nämlich furchtbar. Und da ist er wieder, der beliebte, super coole Ladebildschirm. Ohne irgendwelche Hintergründe, sondern einfach nur ein bisschen Rauch hinter einem schwarzen Grund und Räuberhöhle. Guck mal, sieht fast aus wie ein Knopf. Ist aber keiner. Es ist ja kein D&D. Ich wette mit dir, dass... Between the traps and the secret passages, I'm starting to think those castle builders have way too much free time on their hands. Ja, das ist nämlich genau die Sache. Ich denke mich auch, dass hier Feier. Auf uns warten werden. Ah, du kleine Drecksau. Mit Gift, ja. Blöde Drecksau. Kurz mal entgiften. So, Feuerball. Das ist der einzige hier, okay, immerhin. Hau'n platt. Fein, sehr gut. Gucken wir uns mal kurz die Kiste an. Ah, ein verrosteter Schlüssel. Ja, hier scheint nichts zu sein, also kein Hebel oder sonst was in der Art. Ich versuche immer wieder irgendwo drauf zu klicken, aber es scheint auch relativ normale Textur zu sein. Okay, hier auch. Alles klar. Dann würde ich sagen, gleich wieder zurück. Das wird der Schlüssel für das Tor hier sein. Das ist eine Kette, die man aber auch nicht anklicken kann. Und wir speichern einfach direkt mal ab. Und gehen hier durch. Eine Lagerstätte. Hallo. Ja, lass mich raten. Wenn ich die Kiste öffne, habe ich gleich Besuch. Nein? Scheinbar nicht. Okay. Da haben wir einen Amboss. Können wir den benutzen? Nee, also Berufe in der Hinsicht gibt es auch nicht. Schade. Aber immerhin eine Kiste. Ja gut, ich will mich nicht beschweren. Freier Loot ist guter Gut, Loot. So, Feuerball. Und ich würde sagen, Pfeil. Und ihr macht mal kurz die Schilde an. Die Miliz ist wieder da. Er hat abgewehrt, okay. Du könntest ihn mal ein bisschen zurückschubsen. Das kostet nicht ganz so viel. Ja, sehr schön. Jetzt haut man. Haut ihn um. Sehr nice. Die letzten 6 Punkte noch gemacht.
Oh, und direkt noch ein mittlerer Heiltrank und ein kleiner Mana-Trank. Sehr schön. Ich finde es lustig, dass die zwei immer ausgewechselt werden, vom höchsten bis zum niedrigsten. Ganz praktisch. They're attacking from the side. Ja, und zwar zweimal. So. Du darfst dich direkt erstmal entgiften. Schild, Schild, Schild. Es sollte ein Nahkampf kommen, hier sind wir eigentlich relativ sicher. Regeneration. Schild, Schild, Schild. Das sind sie. Hallo Jungs. Ich habe eine Überraschung für euch. Nennt sich auf die Fresse. Ja, ich finde ja den auch ganz nett. Au, haut er mich mit dem Bogen, ich glaub's ja gar nicht. Have a light. Zack. War mich jetzt so platt. Sehr schön, gutes Teamwork. Bin zufrieden, soweit. Brauch nur langsam wieder Mana, wie es aussieht. So, kurz mal gucken. Schluck du mal den großen. Und du den kleinen. Wo denn genau? Die Frage, ist das hier irgendwo? Ich sehe hier aber keinen Button oder sowas. Gucken wir mal kurz rein. Schnell mal speichern. Speichern! Nein, da! Das ist Sackgasse. Portal zu einem fernen Stern, kann man dann lesen. Man kann also wirklich auf diesen Dingen auch rumlaufen. Okay. Hier ist zu. Dann gehen wir mal lang. Immer schön alles angucken eigentlich, aber... So hundertprozentig sichtbar sind. Die fallen jetzt auch nicht. Das Gefühl, es ist hinter uns noch, nicht sonst irgendwo. Oh fuck. Gerade noch so geschafft. Feuerball! Draufgehauen. Umschlingen. Nochmal hauen. Und das erstmal gleich mal Heilung rausholen. Gar nicht erst diesmal hier großartig rumposaunt. Sondern direkt eins auf die Nase geben. Jawoll. Gut, gut, gut. Hinten ist sonst nichts mehr. Ah, war schon wieder ganz gut ausgelotet. Speicher nicht vergessen, wie üblich. Ah, Feinde voraus. Da sind sie auch schon. Wir gehen mal wieder um die Ecke und warten einfach ein bisschen ab. Schild, Schild, Schild. Schild. Schild, Schild. Die wechseln wir mal um, weil wir alle Schilde und Fernkampfwaffen auf derselben Taste. Dadurch kann ich schneller durchwechseln. Da kommen sie. Hallo. Feuerball. Das Schmettern. Feuerball. Ah, die hat eine Stufe gemacht. Hervorragend. Ja, und Schlingen ist übrigens etwas, was ich die ganze Zeit nutzen können, weil es ist Erdmagie und da ist deutlich stärker drin. Zack. Ah, komm schon. Schieß in den Fuß. Nice. Eigentlich nur noch kurz den Zwerg holen. Ich glaube, die Musik überlappt sich so ein bisschen. Geht trotzdem erstmal hier rein. No risk no fun, da kommt was Dickes. Ach, eine Miliz mal wieder. Ja, die Miliz darf gerne da hinten bleiben. Und darf gerne mit dieser Schlinge. Da ist noch ein Bogenschütze. Den nehmen wir zuerst aufs Korn, würde ich sagen. Schild hoch.
Eins zurück. Und um die Ecke. So. Du darfst diesmal sogar das casten. Schild, Schild, Schild. Hallo. Guck mal. Und weg damit. Daneben. Glaub's ja gar nicht. Feuerball auf dich. Du wirst mal kurz gehauen. Ja, komm. Schön umgefallen, hervorragend. Mit Enthusiasmus. Au, Sau. So, alle Stufe hoch. Alle Charaktere fliegen hoch. Ach, guck mal einen an. Hier ist was. Wer will... Hier scheint ein Zauber einen Gang zu verbergen. Wer möchte versuchen, ihn aufzuheben? Natürlich der Magier. Nett. Und ein Hebel. Man kann nur einmal ziehen, ja? Okay. Gucken wir einmal nach. Jetzt gehen wir erstmal da rein. Und haben im jeden Fall eine Kiste gefunden. Ach, guck mal. Bruchstück 1 der Steinscheibe. Okay. Wird schon für irgendwas da sein. Ansonsten ist es jetzt so ein Trainingsraum gewesen, wie es aussieht. Ich werde jetzt auf jeden Fall den Sound runterdrehen. Weil der überlappt sich. Und nervt dementsprechend leider Gottes ein klein wenig. Kiste. Also ich bin ziemlich reich mittlerweile, muss ich sagen. Ob ich damit auch rauskomme lebendig, das sehen wir in der nächsten Runde.